Das war einer dieser Typen, die mal eben im Unterricht schnell noch was kopieren gehen mussten und nach 10 Minuten später nach aufrufend ohne Kopien wieder kam. Also ich will auf jeden Fall gerne noch diesen Bockum hier fertig machen. Oh, wir haben ja nur noch die 21. Ja gut. Machen wir das erstmal auf Zeit. Oder? Ja, machen wir erst die Zeit und die Kisten können wir dann irgendwie das nächste Mal machen. Also. Oh, wir werden direkt mit einer Macht umgehen. Wenig für das Level. Hab ich zwei Masken gehabt? Kann das Ding nicht ein bisschen schneller fahren? Eine Superman-Maske kriegen. Ach Mann! Richtig Bock hier drauf. Muss ich dafür noch ein bisschen anstrengen. Gesagt? Gefehlt. Auch nicht schlecht. 1,2560. Ja, schön. Ich glaube, wir machen doch noch die Kisten. Also jedenfalls so, dass... Ist denn der Wokum hier komplett fertig? Ich glaube, ich habe das eben schon mal nachgeguckt, aber ich muss jetzt doch noch mal sicher gehen. Weil wenn dem so ist... Dann machen wir jetzt hier noch die Kisten.
Ja. Und dann machen wir 4. Ich kann auch damit leben, 4 nicht ganz so lange zu spielen. Leck mich da. Kann man eigentlich... Kann man das invertieren? Die Bazooka-Kacke? Ich ziehe immer in die falsche Richtung. Dann war Crash ziemlich erfolgreich. Erfolgreich. Ja. Und so. Ja, jetzt kommen halt die Zeitrelikte, aber wir haben ja schon mal die, ich sag mal, die schwierigsten unter anderem eigentlich schon fertig. Weiß ich nicht. Könnte sein. Ich weiß noch gar nicht, was ich nach Crash spielen soll. So, den wollte ich ja überspringen. Ja, das stimmt. Aber es sind halt immer noch Zeitrelikte. Ne? Finde ich in der Trilogie auch am einfachsten. Also eins war das härteste. Ich finde eins ist das schwierigste. Würde ich sagen. Frag mich nicht, warum ich das gemacht habe. Alle Kisten. Ich fand die Eislevel in 2 nervig, Eisphysik halt, aber ich habe auch alles auf Platin holen wollen. Ja, das stimmt, aber es gibt halt immer so einfache und schwere Level. Aber so im Allgemeinen war halt eins am schwierigsten. So. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hier hinkommen. Ist jetzt hier irgendwo diese versteckte Kiste? Ich meine, die wäre irgendwo ganz... JWD gewesen. Oh!
Eins muss ich ja sagen, die Springphysik hier drin, im Gegensatz zum Original, ist echt scheiße. Springt einfach zu kurz. Ich glaube, da habe ich mich damals auch drüber aufgeregt. Das ist echt traurig. Ich hätte es sein lassen sollen mit dem Level hier. Und dann weiß ich ja nicht mal, ob das so überhaupt richtig funktioniert, wie ich mir das denke. Halt schon ein bisschen die Augen auf. Ah, da oben ist die Kiste. Was habe ich denn dann? Was habe ich denn da im Kopf? Und warum denke ich, ich muss zurück? Zweiter Abgrund. Ja. Was habe ich denn da im Kopf gehabt? Vielleicht ist das auch immer noch so ein Ding aus meiner Kindheit, weil ich nie wusste, wie man die Kisten kaputt macht. Weil ich nie den einen Edelstein geholt habe oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich habe da auch irgendwie was von wegen Backtracking und Out-of-Bounds-Kisten im Kopf. Ja, genau das. Genau das. Warum? Vorsichtig sein, als dann an die Kiste vorbei. Ja. Das sowieso. Jetzt nur die Frage: Wie kriege ich da die Kisten kaputt? So zum Beispiel. Das ist eine Version, wie man es machen könnte. Das war aber auch nicht das andere Level, ne? Weiß ich nicht. Also müssen wir ja wahrscheinlich noch mal rein, wegen dem Zeitding. Das werden wir dann beim nächsten Mal werden wir das dann sehen, ob das das Level ist oder nicht. War schon Gone Tomorrow. Ja, wir haben schon alles, aber da fehlt halt noch Zeit, weil wir jetzt erst mit der Zeit anfangen. Also richtig halt in den Laufleveln. Ich weiß auch nicht, was wie halt wie hier das Level hat. Ne, Future Frenzy ist das, ne? Ne, Future Frenzy ist doch das Neue. Ach genau, was ich fragen wollte. Wie war das jetzt? Haben wir schon. Hatte ich damals. Stormy Essence, so hieß das Level. Habe ich das damals gezockt? Im Let's Play?
Also im Live-Let's Play? Das ist nicht mehr. Das Level hier ist Gone Tomorrow. Ich glaube, wenn man es darauf anlegt, kann man die Kisten da unter den ohne den ziehen. Ja, aber haben wir jetzt nicht. Gut, ja, dann wären wir im letzten Walkthrough schon mal fertig. Dann haben wir nur noch die anderen vier vor. Es sind noch vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Plus den unteren und vielleicht noch das neue Level. Ist das DLC-Level, genau. Future Tense war das andere. Werden wir dann sehen. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme des Live-Let's Plays zu Crash Bandicoot 3 Warped gefallen hat und dass wir uns dann bei der nächsten Aufnahme oder das im nächsten Livestream dann wiedersehen werden.